Wer braucht schon Excalibur oder einen Hammer namens Mjölnir, wenn er auch Omas Regenschirm haben kann? Hallo und herzlich willkommen im Wald. Das ist übrigens wirklich der Regenschirm von meiner Oma, deshalb auch so klein, weil meine Oma doch eher kurz gewesen ist. Die konnte das Ding sogar als Gehhilfe verwenden. Wird bei mir schwierig. Ja, was will ich euch denn heute erzählen? Wie ich ja schon in einem anderen Video umgenölt habe, habe ich nicht so viel Zeit beziehungsweise nicht so viel Hirnkapazitäten frei, um mich jetzt großartig auf irgendwelche Videos vorzubereiten. Deswegen habe ich lange nicht gemacht, habe ich gedacht, mache ich mal wieder einen spontanen Waldspaziergang mit ein bisschen Action und Bewegtbild und nicht nur mir im Bild. Genau genommen werde ich jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, na vielleicht am Schluss nochmal, im Bilde zu sehen sein für dieses Video. Und kennt ihr die ganzen großen YouTuber, die hin und wieder mal eine Roomtour machen, weil sie größtenteils Indoor filmen und dann bei einer Roomtour ihren Zuschauern zeigen, was sie denn für tolle Dinge in dem Regal hinter sich rumstehen haben? In meinem Fall Buche, Kirsche, Eiche, Kastanie, Buche, Buche, da hinten ist noch eine Kirsche. Das war meine Roomtour zu meinem Hintergrund. Nee, ich laufe jetzt hier mal rum. Das hier, wo ich jetzt stehe, ist der Wald, in dem ich fast immer drehe. Also in den allermeisten Videos stehe ich hier unten am Bach, wie gerade unschwer zu hören ist, habt ihr eben auch schon gesehen. Oder ich stehe quasi jetzt da hinten auf dem Hügel ein kleines bisschen höher und hocke mich da an den Waldrand, weil die Lichtverhältnisse da halt besser sind und man da dann halt auch abends noch halbwegs vernünftig mit einigermaßen erkennbarem Bild filmen kann und da ist gemütlich zu sitzen. Teilweise hocke ich auch so ungefähr mittendrin, also zwischen Bach und Hügelkuppe, wenn es zu viel Wind gibt. Dann ist der Waldrand wieder schlecht, weil da versteht man mich dann wieder nicht, weil es zu sehr reinwindet. Jo, und ich zeige euch einfach mal ein paar Pflänzchen, die hier so wachsen und was mir unterwegs so einfällt, was ich erzählen kann. Und habe keinen Deppenzepter dabei, muss deshalb mein Stativ die ganze Zeit lustig mitschleppen. Bitte also darum, Wackelbilder zu entschuldigen. Gehe ich mal los. So, also ich marschiere jetzt von da, wo ich gerade gestanden bin, einfach mal wirklich mitten durch die Pampa. Das erste, was mir auffällt, ist mein normalerweise kleines beschauliches Rinnsal von Bächlein führt erstaunlich viel Wasser, aufgrund dessen, dass in letzter Zeit wirklich viel geregnet hat. Merk, da hinten geht er irgendwo weiter, sieht man jetzt nicht. Ja, also es gibt sogar eine richtige kleine Überschwemmungszone hier. Wenn Waldbächlein richtig viel Wasser führen, was sehr schnell gehen kann, dass der Wasserstand bei denen ansteigt, dann kann man sich sicher sein, dass es in letzter Zeit viel geregnet hat. Jawohl, ja. Übrigens, vor dem Baum bin ich auch schon ein paar Mal gesessen und habe irgendwas gedreht. Das ist der mit dem vielen Efeu, falls sich jemand zufällig gerade erinnert. Ich wage es ja zu bezweifeln. Und die Eiche, da kennt ihr auch, das ist die, die eigentlich schon seit längerem mal gefällt werden sollte, was dann aber doch keiner gemacht hat. Aber sie ist markiert zum gefällt werden, das schon seit Jahren. Also ich gehe mal davon aus, dass das weitestgehend ignoriert wird. Hier haben wir ja eine Kirsche. Kirsche könnt ihr ja, das habe ich euch schon im Baumbestimmung im Winter Video erklärt, immer schön an diesen ja, Längsriffelungen hier an der Borke erkennen. Also so ein Kirschenstamm ist wirklich wahnsinnig charakteristisch und ganz einfach. Kann man auch mit nichts anderem verwechseln. Es gibt keinen Stamm, der so charakteristisch immer diese langen Querrillen da längs, sage ich dauernd. Ich meine natürlich Querrillen hier aufweist. Jawohl, ja. Nochmal ein anderes Exemplar zum Vergleich. Hier, auch das ist eine Kirsche. Da sind sie jetzt nicht ganz so lang und so ganz charakteristisch wie bei dem Ding eben, aber man kann es, denke ich, auch erkennen. Nämlich hier haben wir eine ganz frisch ausgetriebene Buche. Das sollte jetzt niemanden überraschen. Bei Buche ist es ganz charakteristisch, dass die Blätter im frisch ausgetriebenen Zustand noch sehr hellgrün sind. Die werden dann noch ein bisschen dunkler. Und in diesem Zustand, wie sie jetzt sind, wenn sie auch wirklich so ganz leicht zusammenknautschbar und auch sehr weich sich einfach anfassen sind und man sie zu wirklich kleinen Kügelchen zusammenrollen kann, ohne dass ein großen Widerstand herrscht. In diesem Zustand kann man die Dinger auch essen. Also eben, wer das möchte. Ihr wisst ja, was ich davon halte. Aber man kann. Es bringt nichts. Man kann. Und nein, die enthalten nicht wahnsinnig viel Vitamin C.
auch wenn das hin und wieder gerne mal behauptet wird. Die enthalten quasi gar nichts. Ja, ein paar Worte zur Bestimmung, damit ihr euer Buchenwissen nochmal auffrischen könnt, sozusagen. Ihr seht hier am Blattrand so ein paar feine weiße Härchen. Also das ist, oh ja, hier drüben kann man es auch gut sehen. Das wäre ein Bestimmungsmerkmal. Der Blattrand bei Buche hat immer so leicht weiße Härchen eben. Ja, ein zweites wichtiges Bestimmungsmerkmal bei Buche ist dieser gewellte Blattrand, den ihr hier links im Bild schön sehen könnt. Solange der so leicht geschwungen gewellt ist, dann handelt es sich um Buche. Bei Hainbuche, da wäre es mehr eckig. Also da sind das keine Wellen, sondern eher so Zacken. Ja, schwer zu beschreiben. Vielleicht finde ich nachher noch eine Hainbuche, dann kann ich euch den Direktvergleich nochmal anbieten. Ansonsten ist das auch noch ein weiteres wichtiges Bestimmungsmerkmal für Buche. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter. Hier habe ich ein junges Nadelbäumchen gefunden. Vielleicht erkennt es der eine oder andere jetzt auch aus Ferndiagnose auf diesem Wege. Besser sehen kann man es natürlich auf jeden Fall, wenn man dann noch die Nadeln umdreht und feststellt, dass sie eben diese weißen Stomata-Streifen auf der Rückseite aufweisen. Und wenn man dann noch so ein bisschen sich die Wuchsform von diesem kleinen Bäumchen anguckt, dann stellt man relativ schnell fest, dass es sich um eine junge Tanne handelt. Die ist schon ein paar Jahre alt und lebt noch, obwohl ganz offensichtlich ein paar Mal dran geknabbert wurde, sonst würde sie nicht so als kleine Palme in Anführungszeichen in der Gegend rumstehen, sondern wirklich so ein bisschen eher nach dem Nadelbaum aussehen. Die versucht eben mit dem bisschen, was sie an Photosyntheseenergie sammeln kann, immer möglichst weit oben Zweige auszubilden, weil je weiter oben die Zweige sind, desto näher sind sie am Licht, desto besser für den jungen Baum. Ob es diese einzelne kleine Tanne jetzt hier unter dem relativ dichten Kronendach, bei dem wir uns hier befinden, schafft, jemals durchzukommen, ist eher unrealistisch. Aber andererseits vielleicht ja doch, weil es gibt weit und breit keine andere Tanne. Also irgendwas muss diese Tanne demzufolge richtig machen, was die anderen Tannen, die hier vielleicht mal eventuell gekeimt sein könnten in der näheren Umgebung, nicht richtig gemacht haben, denn die ist halt eben noch da. So gesehen sicherlich eine eher erfolgreiche Tanne. So kann man das auch sehen. Man kann natürlich auch sagen, die ist aber kümmerlich. Das ist immer so eine Sache, die auf den Standpunkt ankommt. Und wenn ich jetzt behaupte, hier ist eine sehr dunkle Stelle am Boden, stimmt auch, wenn jetzt hier gerade überall das ganze Gemüse drumherum steht und es hier eigentlich jetzt nicht besonders dunkel aussieht vom Waldboden her. Ihr müsst ja bedenken, wir sind jetzt gerade so kurz nach dem ersten Laubaustrieb. Sprich, die Blätter sind noch nicht groß, die Blätter sind noch nicht alle da, die Blätter sind noch nicht, die Kronen sind nur sehr licht und noch nicht sehr geschlossen. Soll heißen, im Frühjahr ist es überall am Waldboden noch vergleichsweise hell, weshalb wir selbst in einem sehr dunklen Wald, wie dem, in dem ich mich befinde, jetzt muss ich hier mal ein bisschen mit der Kamera rumwackeln, oft eben im Frühjahr einen relativ dichten Teppich von Frühjahrsblühen haben, die ihr hier überall am Boden sehen könnt. Ich kann euch garantieren, wenn ihr im Sommer hier an der gleichen Stelle steht, dann sind die ganzen grünen Sachen hier im Vordergrund alle weg. Weil dann ist es dicht, das Kronendach, es kommt kaum noch Licht auf den Boden, für krautige Pflanzen keine Chance mehr. Aber die gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, die krautigen Pflanzen. Das war so einer der Gründe, weshalb ich hier jetzt unterwegs bin. Hier haben wir ein Bergahorn. Ich weiß gar nicht, ob ich euch ein Bergahorn im belaubten Zustand schon mal großartig gezeigt habe. Ist recht simpel zu erkennen. Das typische Ahornblatt, das meistens ist es so fünflappig, hat also einen zentralen, links und rechts davon einen und dahinter jeweils nochmal einen fünften. In der Regel, wie gesagt, fünflappig. Das hängt so ein bisschen vom Ahorn ab. Aber wenn ihr euch diese Form so grob mal einprägt, jeder Ahorn hat so ungefähr so geformte Blätter. Da sind sie sich ziemlich einig. Es gibt so ganz paar seltene Ausnahmen, die nicht so aussehen. Das hier ist jetzt ein Bergahorn. Das ist an folgenden Dingen zu erkennen. Erstens hat er einen roten Blattstiel. Das ist so ein typisches Bestimmungsmerkmal beim Bergahorn. Der ist meistens nur auf einer Seite rot, meistens nur auf der Oberseite. Und auf der Unterseite ist er dann grün oder vielleicht auch ein bisschen rötlich, wie in diesem Fall. Aber wenn ich es so rumdreht,
Seht ihr, da ist er nicht mehr rot. Das wäre also ein gutes Bestimmungsmerkmal. Dann hat er eine Spitze, die als Spitze zu erkennen ist. Es ist aber keine sehr langgezogene, wirklich richtig Spitze, denn die Spitze, Blattspitze, die hat der Spitzahorn. Kann man sich auch ganz gut merken. Wenn ihr hier drauf also wirklich eine richtig spitz zulaufende Spitze habt, die so ganz dünn ist und fast schon nadelspitz ausläuft, man kann sich damit natürlich nicht stechen, weil das Blatt viel zu weich ist, aber es sieht zumindest so aus, dann habt ihr es mit einem Spitzahorn zu tun. Und ja, ich denke, Ahornblatt plus roter Stängel plus fehlende Spitze plus eben diese Form und mit den kleinen gesägten Blattrand, das ist auch noch wichtig zur Unterscheidung zum Feldahorn, das ist dann der Bergahorn. Bei diesem kleinen Gesellen hier frage ich mich jetzt allerdings, macht die nur Pause oder ist die kaputt? Ich fürchte fast, die wird kaputt sein. Andererseits, bei dem Wetter, man fragt sich, ob man sie im Dienste der Wissenschaft mal anstupfeln darf. Hallo. Ups. Aha, lebt noch. Okay, dann entschuldige ich mich für die Störung und verschwinde wieder. Aha. Also diese Stelle muss ich mir auf irgendeiner Karte farblich markieren. Ich habe einen Stein gefunden in meinem Wald. Tatsächlich einen Stein, sogar mit Moos. Super, gleich zwei Dinge auf einmal. Und wisst ihr was? Steine haben die Angewohnheit, dass sie Rudeltiere sind. Noch ein Stein und noch ein Stein. Und da ist sogar noch ein Stein. Ich bin begeistert. Das muss ich mir echt merken, dass hier Steine rumliegen. Yay, Steine. Ich bin steinreich. Hier zur Abwechslung mal ein bisschen Tierspuren. Okay, wir hatten ja gerade schon mal ein Tier, aber das hier ist ein abgenagter Fichtenzapfen. Wichtig, ein Fichtenzapfen, niemals ein Tannenzapfen. Wer irgendwelche Tannenzapfen am Waldboden findet, der macht irgendwas falsch oder hat tatsächlich eine sehr seltene Ausnahmesituation, wo sie vom Baum gerissen wurden, per Wind. Wenn die so aussehen, also wirklich so fein säuberlich abgenagt und meistens dann zu größeren Häufen rumliegen und ihr die Samenschuppen am Boden rumliegen seht, wartet, ich versuche die Kamera nicht umzuwerfen und zoome mal ein wenig rein. Also ihr könnt schön sehen, da liegen überall die Zapfenschuppen rum und da liegt auch noch so ein abgenagter. Das ist das Eichhörnchen, das da fleißig am Nagen ist. Die nehmen die dann in die Pfoten. Fressen ja quasi, beißen die Samenschuppen weg, holen sich die Samen, die drin sind. Also was da am Boden liegt, sind ja nicht die Samen, das sind die Samenschuppen, die einen Schutz für den Samen darstellen. Und ja, dann lassen sie es eben gut schmecken. Eichhörnchen ist da sehr effizient im Abnahmen von diesen Dingern. Und man muss sagen, das wissen auch viele Leute nicht, solche Fichtensamen sind die Hauptnahrung vom Eichhörnchen. Das heißt zwar Eichhörnchen und ja, das frisst auch Eicheln und Bucheckern und sonstige Nüsse in Anführungszeichen, aber primär Hauptnahrungsmittel fürs Eichhörnchen sind eben wirklich Fichtensamen. Liegt natürlich auch irgendwo daran, dass es so viel Fichte gibt. Ein Specht würde auch solche Fressplätze hinterlassen, aber dann müsste, damit man sicher sein könnte, dass es sich hier um einen Specht gehandelt hat, hier irgendwo eine Spechtschmiede sein, sprich irgendein Baumstumpf meistens, ein bestimmter Stein oder irgendein anders gut geformtes Stück Holz, wo der Specht den Zapfen einklemmen kann und dann drauf rumhämmern, bis halt eben die Samen rausfliegen, um sie dann zu fressen. Das sieht dann aber nicht so schön abgenagt aus, sondern so richtig zerfleddert. Kann man den Unterschied ganz gut erkennen, ich kann es nur nicht schlecht erklären. Ich müsste jetzt eine Spechtschmiede finden, habe aber leider keine. In diesem Beet von Grünzeug gibt es jetzt verschiedene tolle Dinge, nämlich erstens die tolle Anemone, die ganz typischer Frühjahrsblüher ist, die wirklich in jedem Buchenwald zu finden sein sollte. Zumindest, sagen wir mal, in jedem Laubwald. Eigentlich fast schon in jedem Laubwald. Und den Sauerklee. Hier, na, da, könnt ihr dann sehen, ist halt eben das typische Kleeblatt mit diesen drei Blättchen. Und jetzt hier im sehr jungen, frisch ausgetriebenen Zustand. Da muss ich sagen, schmeckt der selbst mir als kein großer Grünzeug aus dem Waldfresser ganz gut. Man muss natürlich aber auch immer dran denken, wenn man sowas direkt vom Waldboden futtert, der Fuchsbandwurm könnte theoretisch eine Rolle spielen. Halte ich jetzt aber hier für so unwahrscheinlich, dass
man den jetzt ganz gut essen kann. Und wie gesagt, in einem sehr frischen Zustand ist der richtig gut, lecker und erfrischend sauer. Es sagt zwar jeder, aber ich sag's auch, nicht allzu viel davon futtern, weil da ist Oxalsäure, glaube ich, drin. Und die ist in großen Mengen dann irgendwann ein bisschen ungesund. Allerdings müsstet ihr eine ganze Wäschewanne voll von dem Zeug fressen, also Mengen, die eigentlich fast nicht gegessen werden können, damit das eine Rolle spielt. Jo. Und hier haben wir es mit ganz jungen, frisch ausgetriebenen Haselblättern zu tun. Der Fachmann kann jetzt schon erkennen, dass es sich um Hasel handelt. Also die typische Blattform ist schon vorhanden. Die sind aber sehr klein noch, die Blätter. Da fällt mir an dieser Stelle ein, die Blätter sind ja noch sehr, sehr, sehr klein, weil sie gerade erst ausgetrieben sind. Die wachsen also noch. Allerdings ist das ganz interessant zu wissen, dass die so gesehen nicht wachsen, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, wie jetzt zum Beispiel ein Stamm wächst. Der legt ja wirklich neues Holz an. Das Blatt ist in dem Moment, wo es die Knospe verlässt, beziehungsweise in dem Moment, wo es in der Knospe über den Winter geschützt ist und drin angelegt ist, bereits schon komplett fertig. Das enthält also sämtliche Zellen, die es später auch haben wird, und in den Zellen sind auch schon sämtliche Strukturen angelegt, die für eine Pflanzenzelle notwendig sind. Das Einzige, was sich dann noch ändert nach dem Austrieb der Blätter, ist, dass die quasi mit Wasser aufgepumpt werden und dadurch immer größer werden, bis sie halt dann ihre maximale Größe erreichen. Das dafür zuständige Organ innerhalb der Zelle, nennt man Organellen, weil es keine Organe sind, weil sie ja nur innerhalb von einer Zelle existieren, ist die Zellsaftvakuole. Die enthält diverse, hat diverse Funktionen, aber so eine der wichtigsten ist eben, den Zellinnendruck aufrecht zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die Zelle einfach stabil ist und eine gewisse Spannung besitzt und aufgepustet wird. Und das ist halt eben das, was beim Wachstum der Blätter noch passiert. Die Zellvakuole füllt sich mit Wasser, größtenteils. Und dadurch werden die Blätter dann relativ schnell, relativ groß. Der Vorgang des Aufpustens der Blätter ist auch das, was letztendlich die Blätter aus der Knospe raussprengt. Soweit man es so vereinfacht sagen kann. Gut, ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich finde, hier könnten wir mal kurz drüber sprechen, dass Moos ja angeblich immer an der Westseite des Baumes wächst, weil das Wetter ja immer von Westen kommt. In diesem Fall hier stimmt's jetzt einigermaßen. Sagen wir mal, das meiste Moos wächst an der Westseite. Das Blöde ist nur, es wächst halt nicht nur an der Westseite. Und der Bereich, der so einigermaßen nach Westen gerichtet ist, ist halt auch schon ziemlich groß. Also sprich, ihr wisst ganz grob, dass wenn ihr in Richtung des Mooses jetzt laufen würdet, dann lauft ihr auf jeden Fall schon mal nicht unbedingt nach Osten. Aber es ist schon eine sehr grobe Angelegenheit und man kann sich da nicht wirklich darauf verlassen, denn wenn man sich diesen Baum anguckt, da würde ich mich jetzt wirklich nicht trauen zu sagen, wo jetzt hier bitte Westen sein soll. Ich laufe mal spaßeshalber drumherum. Und das ist jetzt übrigens Norden hier. Aber kann man ja auch nicht erraten. Und alle anderen Himmelsrichtungen sind mehr oder weniger alle relativ gut bemoost. Und ich würde jetzt fast dazu tendieren zu sagen, dass der im Süden am weitesten bemoost ist. Und das Lustige ist jetzt, das habt ihr ja gerade gesehen, der Baum steht von dem, der tatsächlich nach Westen einigermaßen schwerpunktmäßig bemoost ist, circa 2 Meter entfernt. Ihr könnt ja selber mal in eurem Wald ein paar Stichproben machen, wie das ist mit dem Moos an den Bäumen, ob das wirklich immer nach Westen zeigt. Ich persönlich würde sagen, so in 60% der Fälle stimmt's und in 40% der Fälle ist es... Also in 60% der Fälle stimmt's, beziehungsweise stimmt auch, dass der einfach so sehr bemoost ist, dass er auch nach Westen bemoost ist, aber halt auch in andere Richtungen. Und in 40% der Fällen ist es halt einfach ganz anders, weil man mikroklimatisch irgendwelche kleinen Besonderheiten im entsprechenden Wald hat und das kann man einfach so sehr nicht verallgemeinern, dass Moos immer im Westen wachsen würde. Übrigens, warum wächst es im Westen? Weil das die Hauptwetterseite ist. Das Wetter kommt vom Atlantik und der ist, wenn man in Deutschland sich befindet, immer im Westen. Ja, außer man ist direkt an der Nordsee. Dann mag es vielleicht auch noch einen gewissen nördlichen Einfluss geben und dann funktioniert es schon wieder nicht. Und grundsätzlich gilt auch diese Westregel natürlich dann auch nur für ein Land, in dem ein Wettereinfluss von Westen kommt. In einem Land, in dem das nicht der Fall ist, ist es schon wieder für den Eimer, diese Regel. Hier fällt mir gerade ein, dass mich mal ein Zuschauer gefragt hatte, ob man denn genau definieren kann, was eigentlich ein Weg ist. Jep,
kann man. Ein Weg ist grundsätzlich was, das von einem normalen PKW noch befahrbar ist. Dann ist es auf jeden Fall ein Weg. Also auch ein offizieller Weg, der als solcher auch im Waldgesetz entsprechend häufig erwähnt wird, wenn es heißt, man darf die Wege nicht verlassen, dann dürfte man sowas hier nicht verlassen. Also das ist das Minimum eines Weges. Was schlechter ausgebaut ist als dieses Ding jetzt hier, das ist schon kein Weg mehr. Also in einem Fall, wo, wie gesagt, es heißt, Wege nicht verlassen, das ist noch ein Weg, was Schlechteres nicht. Ausnahme. Dieses Schlechtere ist als Wanderweg ausgewiesen. Das heißt, da weist irgendein Schild darauf hin, dass man da wandern soll, wenn man irgendwo hin möchte. Oder er hat halt immer wieder mal diese kleinen Plaketten, die man vom Wandern kennt, so kleine Dreieckchen oder Viereckchen oder was auch immer, die da am Baum hängen und dann auch nochmal darauf hinweisen, dass es sich um einen Wanderweg handelt. Dann ist es nochmal explizit ein Wanderweg und damit auch ein Weg. Aber ansonsten ist hier Schluss. Nur damit ihr das mal wisst, wie ein Weg definiert ist. Das hier, also hier zwischen den Bäumen, da jenes hier, das ist kein Weg. Weil da würde man jetzt mit einem handelsüblichen PKW, also zum Beispiel einem VW Golf oder irgend sowas, nicht mehr unbedingt rumfahren können. Und da hinten liegt schon wieder ein Stein, sehe ich gerade. Meine Güte, ist ja krass. Wie konnte ich nur all diese Steine übersehen? So viele Steine in meinem Wald. Oder wo ist er da? Ich bin entsetzt.